Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen, liebe Bummelfreunde. Ja, ihr wisst alle, der Rhein mündet in die Nordsee und die Donau ins Schwarze Meer. Und das stimmt nicht. Das werden wir euch jetzt zeigen. Stimmt's, Ossi? Wenn Helle das sagt, wird er uns das auch gleich erklären. Wir erklären euch jetzt, wo die Donau hinfließt in Wirklichkeit. Denn wir stehen hier an der Donauquelle in Donaueschingen. So, also hier haben wir das Quellbecken der Donau und hier steht bis zum Meere 2840 Kilometer. Aber ich garantiere euch, von diesem Wasser, was ihr hier seht, kommt kein Tropfen im Schwarzen Meer an. Da liegt natürlich in einer Quelle immer viel Geld drinnen. Und wir wollen da auch was reinwerfen. Denn wenn man etwas in das Donauquelle reinwirft, dann bringt das Kindersegen. Oh, dann brauchen wir nichts mehr reinschmeißen. Okay. Damit sind wir gesegnet genug. Dann bringt es Glück. Okay, dann wollen wir das doch mal probieren, oder? Okay, also Ossi, schmeiß mal was rein. Das bringt uns Glück. Und jetzt soll man noch was reinschmeißen für unsere Zuschauer? Wollt ihr auch? Braucht ihr Glück? Oh, Glück kann man immer gebrauchen. Also schmeißen wir für euch auch noch was rein. Ja? Jetzt kommt euer Glück. Moment. Alles Gute wünschen wir euch. Und jetzt klären wir euch auf, warum die Donau nicht im Schwarzen Meer ankommt, die ihr hier seht. Also nicht alles kommt immer hier. Nicht alles, was hier rauskommt, kommt im Schwarzen Meer an. Da kommt gar nichts an. Im Winter schon, wenn mehr Wasser da ist. Ja, aber jetzt kommt nichts an. Von dem, was man hier sieht, kommt nichts im Schwarzen Meer an. Okay, von dem, was jetzt hier drin ist, kommt nichts an. Nur wenn ganz viel Wasser da ist, dann kommt etwas an. Wir zeigen es euch. Bleibt einfach dran, wir zeigen es euch. Ja, genau, so machen wir es. Ja, also immer alles so genau nehmen. Ja, muss ja sein. Nicht, dass da irgendwelche falschen Gerüchte in die Welt kommen. Nein, ich sage ganz klar, von dem Wasser, was man hier sieht, kommt kein Tropfen im Schwarzen Meer an. So, lassen wir es jetzt stehen. Und jetzt, was wolltest du noch sagen? Ich will losfahren, ich will das zeigen. Okay. Ich dachte, da kommt noch was. Ja, kommt schon noch was, aber nicht hier. Okay. Hier sind wir fertig. Okay, dann geht's jetzt weiter. Ja, mit unserem Glück, was wir jetzt da raus oder reingeworfen haben, das geht jetzt weiter. Ja. Also, die Donauquelle, die liegt beim Fürsten von Donaueschingen. Und wenn ihr ein Fürstenbergbier trinkt, das gibt es allerdings nur in Süddeutschland, dann ist es von dem Fürst hier. Mhm. Ja, der stellt auch immer diese Reitertage. Das sind jedes Jahr berühmte, also internationale Reittage. Also da ist sehr viel mit Reitsport. Reittage Donaueschingen, das ist also auch von dem Fürst aus organisiert. Und da sieht man jetzt einen Park. Das ist das fürstbischöfliche Schloss. Nein, das ist nicht fürstbischöfliche. Ach ja, Entschuldigung, von lauter Bischof. Das ist das Fürstenschloss von Donaueschingen. Und die Reitertage veranstaltet er auch. Und hier ist die Donauquelle, die hat jetzt extra ein bisschen von seinem Schloss abgegrenzt. Ja, man sieht es hier mit dem Zaun, weil sonst sind alle bei ihm am Schloss rumgedappt. Ja, das wollte er nicht mehr, auch seine Privatsphäre haben. Und es ist ein riesengroßer Park. Ein Teil ist für den Fürsten abgegrenzt und ein anderer Teil ist frei zugänglich. Mach mal einen Schwenk und auch in seinen Fürstenpark rein. So, aber jetzt zeigen wir euch wieder uns. Wir sind ja viel schöner anzuschauen und auch viel lebendiger. Obwohl, jetzt ist gerade lebendig unter an der Quelle. Kannst du mal runterschwenken? Das scheint ein Kindergartentag zu sein heute. Genau.
Ja, wir fahren weiter, wo Sie, hä? Ja, jetzt geht's zur nächsten Station. Ja, und dann können wir euch zeigen, wie es jetzt weitergeht mit dieser angeblichen Donau. Nicht mit der angeblich, mit der richtigen Donau. Ja, okay, hier ist die richtige Donau. Ach ja, das ist alles also, etwas sehr kompliziert. Also eigentlich ist es hier gar nicht die Donauquelle, das ist nur offiziell die Donauquelle. Aber ich sag mal, im Prinzip ist es die Brigach. Alles Weitere erfahrt jetzt gleich. Wir stehen hier an der Breg und was ihr da seht, das ist also ein kleines Flüsschen, aber ihr seht rechts und links geht steil hoch, das ist ein Damm, weil dieser Fluss bis an die Grenze da nach oben geht. Also der ist jetzt natürlich äußerst harmlos, weil wir ja dieses Jahr wohl den trockensten Sommer seit vielen, vielen Jahrzehnten haben. Aber das ist die Breg. Jetzt stehen wir, wo sind wir, wo? An der Brigach und an der Breg. Und Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. Genau. Und das hat jetzt extremes Niedrigwasser. Wir müssen sagen, dass wir seit Jahrzehnten nicht mehr so wenig Wasser gehabt haben. Sonst sieht man diese Inseln, die man hier sehen kann, natürlich nicht. Da ist viel mehr Wasser drinnen. Denn die beiden Flüsschen, Brigach und Breg, sind schon ein paar Kilometer unterwegs. Die Breg entspringt im Schwarzwald bei St. Georgen und die Brigach im Schwarzwald bei Furtwangen. Beide Städte nennen sich Städte des Donauursprungs, ist aber nicht wahr. Der Donauursprung ist in Donaueschingen. Und auch nicht am Fürstenschloss, was wir euch gerade gezeigt haben. Denn die sogenannte Donauquelle ist eigentlich nichts anderes als die Brigach, ja, die durch Donaueschingen durchfließt. Der Donauursprung ist beim Zusammenfluss von Brigach und Breg. Und das ist genau hier. So, Sie. Und was von dem Wasser kommt jetzt im Schwarzen Meer an? Jetzt sage ich bestimmt wieder das Falsche. Ich habe mal gelernt, im Schwarzen Meer. Also, die glaubt mir das. Das ist unglaublich, ja. Dabei bin ich so eine vertrauenswürdige Person, ja. Von diesem Wasser, was ihr hier seht, kommt kein Tropfen im Schwarzen Meer an. Und das beweise ich jetzt. Wenn Helle das sagt, und manch einer der Wissenschaftler ja auch, es wurde ja untersucht, dann wird es wohl stimmen. Also, wir fahren jetzt weiter und dann zeigen wir euch das. Zeigen euch, wie es jetzt hier mit der jungen Donau weitergeht. Richtig. Und dass die in der Nordsee landet und nicht im Schwarzen Meer. Wenn ihr schon öfters Filme gesehen habt, wo wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, dann habt ihr auch schon oft die Schnaufgeräusche gehört. Weil wenn ich atme, dann überträgt es auch ans Mikrofon. Und deswegen hat mir jetzt die Ussi gleich ermahnt und hat gesagt, schnauf nicht wieder so. Also wenn ich auf einmal jetzt tot vom Fahrrad fall, dann habe ich mit dran kalt und nicht mehr geschnauft. Wir haben übrigens am Stellplatz in Donaueschingen übernachtet. Das ist auch sehr wohnmobilfreundlich. Man hat allerdings die Wohnmobile jetzt ein bisschen weiter außerhalb gelegt, was nicht schlimm ist, was ja, wo man seine Ruhe hat. Allerdings, man hört die Bundesstraße ziemlich laut. Und die Entsorgung ist nicht mehr direkt am Platz. Das zeigen wir euch aber jetzt. So, da war früher mal der Stellplatz. Ja, vorne. Da war früher mal der Stellplatz. Jetzt hat man ihn verlegt. Und hier sollte irgendwo die Versorgungsanlage sein oder die Entsorgungsanlage. Müssen wir jetzt nochmal schauen. Also hier steht zwar Entsorgungsstation, sogar auf Japanisch oder Chinesisch. Wir konnten sie leider nicht finden. Jetzt zeigen wir euch noch den Stellplatz. Der ist an der Tennisanlage vorbei. So, der Stellplatz ist in zwei Einheiten aufgeteilt. Hier haben wir die kleinere Einheit. Mit Stromsäulen. Aber ohne Versorgung.
Karre und Entsorgung ist nicht da. Da haben wir die Breg. Und da ist der größere Teil. Und da steht auch schon unser Gustl. Auch hier sind Stromsäulen, aber auch hier keine Ver- und Entsorgungsmöglichkeit. Ja. Übrigens eine sehr hundefreundliche Gegend, Ursi. Erzähl mal. Ich habe gerade ein Hinweisschild gesehen, dass es da nach hinten zu einem Hundepark geht. Und gestern haben wir auch sehr viele Hundehalter laufen sehen, also so eine Hundegruppe. Ja, also es sah so aus wie ein Hundeverein. Ja, genau. Ja, also Hunde sind hier willkommen. Ja, und wir fahren weiter auf den Spuren der Donau Richtung Schwarzes Meer. Ja, genau, da fahren wir jetzt ein Stück entlang. So, und zur Abrundung des Ganzen zeigen wir euch auch den Stellplatz in Geisingen. Da sind wir jetzt gerade noch am Entsorgen. Geisingen ist ungefähr 10 Kilometer von Donaueschingen weg. Das ist ein wunderbarer Stellplatz, auch schön ruhig. Und der große Vorteil ist, der hat ein sehr stabiles WLAN-Netz. Er liegt auch kurz vor der Bodenseeregion. Also zwischen Schwarzwald und Bodensee können wir nur empfehlen. 10 Kilometer bis nach Donaueschingen und ungefähr so 5 bis 10 Kilometer bis nach Immendingen, wo die Donauversinkung stattfindet. Ja, der Parkplatz ist natürlich gebührenpflichtig und da seht ihr das. Strom ist vorhanden und wenn man 3 Tage stehen bleibt, 24 Euro. Ein Tag 9 Euro, also am zweiten Tag gibt es Rabatt. Aber es ist ein schöner Stellplatz und Geisingen wohl auch eine ganz nette Ortschaft. Da ist die Entsorgungsanlage. Also das mit der schönen blauen Donau hat sich ja schon lange relativiert. Aber wir stehen jetzt hier an der Donau und die ist hier ungefähr 20 Kilometer alt vor Immendingen. Und man sieht, schönes Flüsschen. Man kann es auch an der Böschung sehen. Es ist Niedrigwasser, also normalerweise ist hier deutlich mehr Donau unterwegs. Schauen wir weiter. Klar. Noch ist sie da. Noch ist sie da. Wir scheuen weder Kosten noch Mühe, um euch dieses Naturphänomen zu zeigen. Gell, Ursi? Ja, macht ja aber auch richtig Spaß in der Natur. Ja klar, da springt sie wieder, die Ursi. Ja. So, jetzt sind wir an der Hauptversinkungsstelle und da seht ihr, die Donau kommt von rechts und von links. Ich weiß es nicht, ob man es mit der Kamera genau einfangen kann. Sie kommt da von links und sie kommt da von rechts. Und da findet jetzt ein Großteil der Versinkung statt. Wir fahren jetzt noch an eine andere Stelle und da ist sie noch mehr weg. Und Ursi? Einfach interessant. Fließt nicht mehr ins Schwarze Meer, das was da versinkt, oder? Sind wir uns da einig? Nein, und ich sehe ja da hinten sehe ich nur Steine. Ich weiß nicht, ob man das an der Kamera erkennen kann. Wir fahren dann mit dem Auto hin, das müssen wir nicht laufen. Nein, das ist etwas, für die Helle ist es natürlich wieder viel zu weit. Und es ist so, wenn wir jetzt da hinlaufen, dann müssen wir auch wieder zurücklaufen. Und ich sage immer, lieber schlecht gefahren als gut gelaufen. Und wir fahren ja noch gut. Ja. So ein herrliches Wetter für so einen tollen Spaziergang. Ja. Ja. Was alles so rumsteht am Wegesrand. Helle,
jetzt geht's weiter zur nächsten Station. Genau. Geblieben. Sie ist verschwunden. Also, wir stehen hier nicht an einem Wanderweg, sondern wir stehen hier an der Donau. Als ich das letzte Mal hier war, das war vielleicht im April, Mai, da konnte man hier nicht stehen, da wäre man noch bis zum Bauch im Wasser gestanden. Das ist also die Donauversinkung und das ist das Flussbett der Donau. Kein Tropfen Wasser. Die Donau ist hier 20 Kilometer ungefähr alt und es ist ein Phänomen, dass die Donau hier verschwindet an mehr als 200 Tagen im Jahr. Dieses Phänomen ist seit Jahrhunderten bekannt, aber erst Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts kam man dem Ganzen auf die Spur, indem man das Wasser eingefärbt hat und feststellen konnte, wo sie wieder austritt. Es ist hier ein unterirdisches Labyrinth und dieses Labyrinth hat es geheißen, das dauert noch Generationen, bis man das erforscht hat. Ein riesiger Trinkwasserspeicher, der sich hier unterirdisch befindet. Und weil es hier nichts zu sehen gibt, außer dann noch eine Messlatte, fahren wir gleich weiter. Und zwar da, wo sie wieder raustritt, oder? Da, wo sie wieder raustritt. Also kommt da noch mal mit. Wird noch mal interessant. Also lehnt euch zurück, es geht eine spannende Fahrt. Einen Moment, etwas zeigen wir euch noch. So, und damit wir euch nicht irgendeinen Senf erzählen, stehen wir hier an einer Säule, an einer Messsäule und das sind die historischen Wasserstände. Also da, wo ich gerade gestanden bin, historischer Höchststand 4,01 Meter. Und hier haben wir den 10-jährigen Hochwasserstand. Und den unteren, den haben wir selber schon gesehen. Der ist noch gar nicht so lange her. Da ist alle 2 Jahre steht so das Wasser. Und die Ossi sieht, glaube ich, jetzt selber das erste Mal die versunkene Donau, stimmt das? Ja, das stimmt. Das letzte Mal, da war noch Wasser da. Richtig. Wir waren also hier und ungefähr der 2-jährige Hochwasserstand war da. Also da hätte man nicht durchlaufen können, denn das wären über 2 Meter Wassertiefe gewesen. Und jetzt ist 0,0. Und so ist es an über 200 Tagen im Jahr. Nur im Winter, wenn dann vom Schwarzwald viel Wasser kommt und im Frühjahr, da ist hier Wasser und ansonsten ist 0. Ja. Gut, jetzt glaubt es mir. Ja, man muss immer erstmal Beweise sammeln. Jetzt stehen wir hier an der Aachquelle. Was übrigens Deutschlands größte Quelle ist. Was aber kein Wunder ist, denn hier ist die Donau wieder, hier tritt die Donau wieder aus. Ich dachte, die Donau kann ich hier wieder austreten, die gibt es doch hier gar nicht. Oh Gott, Ossi, du bist der Wortklauberin. Hier tritt die versunkene Donau als Aach wieder aus. Richtig formuliert? Jetzt ist es richtig, ja. Also, die Aach ist die versunkene Donau und die tritt hier aus und an die Aachquelle gehen wir jetzt mal hin. Das ist das Aachbecken und ihr seht schon, auch da ist relativ wenig Wasser drinnen. Auch das hat natürlich mit der Donau zu tun, denn wenn die Donau wenig Wasser hat, kann wenig Wasser nur versinken und dann kann auch nur wenig Wasser wieder austreten. Schauen wir mal, wie weit es da raus sprudelt. Ja. Sprudelt gar nichts. Normalerweise sprudelt hier das Wasser raus. Aber jetzt ist gar nichts, denn es ist ja auch fast in der Donau fast kein Wasser drinnen. Also wenn ihr mal herkommt und euch das Phänomen anschauen wollt, dann macht es vielleicht im Juni oder wenn nicht ganz so wenig Wasser ist wie dieses Jahr. Das ist auf jeden Fall die Aachquelle. Ich möchte noch dazu sagen, die Stadt Immendingen
in der die Donau versickert, hat beantragt, wo auch immer man sowas beantragt, dass sie als die Stadt der Donauquelle bezeichnet wird, weil ihr erst das Wasser, das ab Immendingen in das Flussbett der Donau gelangt, erst dieses Wasser kommt garantiert als Donau im Schwarzen Meer an. Man hat das Ganze geprüft und hat gesagt, nein, obwohl das meiste Wasser, was in Donaueschingen an der Quelle nicht ins Schwarze Meer kommt, ist trotzdem Donaueschingen die Stadt des Donauursprungs. Ist das jetzt fair, Ursel, oder nicht? Eigentlich nicht. Ursi sagt auch, das ist nicht in Ordnung. Aber schau mal rein, man sieht hier schon ein bisschen Strömung und wie es ein bisschen... Ja, man sieht es ein bisschen, wie das Wasser rausquellt. Aber normalerweise ist es halt so, da sprudelt das raus. Und das ist heute nicht der Fall. Ja, wir sind am Ende unserer Mission. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Das war mal nicht Geschichte, sondern das war jetzt... Natur pur. Geografie, ja, Heimatkunde. Wie ihr über das bezeichnen wollt. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann war es okay. Wenn es euch nicht Spaß gemacht hat, dann habt ihr eh schon abgeschaltet. Also, wir würden uns freuen, wenn wir wieder eine Rückmeldung von euch bekommen. Und das in Form Daumen hoch. Ja, oder wenn ihr uns abonniert, dann erfahrt ihr das gleich, wenn ihr einen neuen habt. Jetzt kommt das Glöckchen. Ja, genau. Und bitte Glöckchen nicht vergessen. Ja, also, und unsere Wohnmobilgruppe möchte ich auch noch hinweisen. Die wächst und gedeiht und es ist langsam ein ganz nettes Grüppchen. Wenn ihr Lust habt, bei uns in der Wohnmobilgruppe teilzunehmen, dann besucht uns auf Facebook Ursi und Helle Wohnmobilgruppe. Das war's. Jawohl. Jetzt tue ich noch eine Landkarte einblenden. Da könnt ihr unsere Strecke nachvollziehen. Vielleicht als Anregung für einen Ausflug nach Süddeutschland und dann mal nicht zum Bodensee, nicht in den Schwarzwald oder doch am Rande des Schwarzwalds. Und ja, viel Spaß. Also, schönen Restsommer, schönen Herbst. Wir schalten jetzt ab. Bis dann. Ciao. Tschüss.